Was geht ab, meine Freunde? Heute läuft es ein bisschen anders. Ich bin im Zeitstress. Verzeihung, ich bin im Zeitstress. Deshalb werde ich etwas nicht so schön fancy-artiges herrichten. Ich werde ein typisches Bodybuilding-Bro-Meal zubereiten. Also im klassischen Sinne wäre das Hühnchen, Brokkoli und Reis. Auf Diät wäre es manchmal nur Hühnchen und Brokkoli. Aus was auch immer Gründen, wenn man wenig Carbs ist, wenig Kalorien, was auch immer. Anyways, aber wir machen jetzt vegan. Das heißt, ich habe hier Barbecue-Streifen von Iglo, hat mir Nanas damals gekauft. Die werde ich benutzen. Normalen Reis werde ich benutzen. Erbsen werde ich benutzen. Und was ich jetzt noch entdeckt habe, ist eine vegane Bolognese, also vegan Sugo mit Bolognesengeschmack. Das werde ich anbraten, mischen und dann mir das aufs Reis tun. Werde ich es dann schon tracken, werde ich schauen, wie viele Kalorien ich habe, wie die Nährwerte sind. Und dann muss ich weiterarbeiten. Ja, nebenbei schaue ich Anime. Auf jeden Fall, jetzt beginnen wir gleich zu kochen. Und dann schauen wir mal, wie das überhaupt schmeckt, so auf die Schnelle. Ich werde, wie viel Protein hatten das schon mal? Das kann ich euch schon mal sagen. Ich werde die ganzen 200 Gramm nehmen von den Barbecue-Streifen. Wow. Das sind echt, echt viele Kalorien. Hat dann 20 Gramm Fett. 450 Kalorien, 20 Gramm Fett, 9,3 Gramm Kohlenhydrate. Dafür habe ich knapp 54 Gramm Protein. Aber viele Kalorien, hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall schauen wir mal. Let's go. So, ich habe meine Pfanne schon heiß gemacht. Also so gut es geht mit diesem Herd. Jetzt kommen 2 Esslöffel Rapsöl. Natürlich ein Augenmaß. Fertig. Und jetzt kommen die Barbecue-Streifen. Unaufgedauert reingeben. Ich habe sie schon etwas auftauen lassen, weil ich natürlich erst einmal handle, bevor ich lese. So. Easy. Hier muss ich 3 bis 5 Minuten wenden. Und dann sind sie angeblich schon fertig. So, 3 bis 5 Minuten sind um. Jetzt kommt meine Bolognese rein. Vermischen. So, jetzt zuletzt die Erbsen. Das sind 140 Gramm. Schön auch noch vermengen. Perfekt. So. Ich weiß nicht mehr essen, mach ich jetzt immer aus dem Kinn geschissen. Aber es wird sicher gut schmecken, wenn nicht, gebe ich 2 Liter scharfe Soße drüber. Aber es soll seinen Zweck erfüllen, mir Ballaststoffe geben, Carbs, Fette und auf jeden Fall Protein. Weil ich habe jetzt meine Kalorien gesenkt auf 2500 Kalorien die ersten Woche am Nachmittag und ich einfach nach Gefühl gegessen und halt so gut wie möglich vegan. Neue Sachen ausprobiert und ja, aber jetzt wird getrackt. Jetzt bin ich schon ein bisschen wieder drinnen und habe mich erholt von der OP. Deshalb 2500 Kalorien, 200 Gramm Protein am Tag. Carbs und Fette variiere ich und passe ich immer an, nach Lust und Laune und wie ich mich fühle in den Workouts. So, was ich noch. Da drauf. Jetzt muss ich den Reis abwiegen, der ist schon fertig gekocht. Ich werde nur 80 Gramm Reis dazu essen.
Also ja, ich wollte eigentlich 80 Gramm Reis, wurde 107 Gramm, das gekochte Reis. Ihr merkt noch nicht, wie wenig das ist, ist etwas armselig. Da habe ich mir gedacht, 107 kann ich lassen. Das vermenge ich jetzt. Aber hey! Wanna look good! Das Fett soll weg. Kann ruhig 4 Kilo runterschredden, Milch auf 90, dann bin ich ready. So, jetzt noch das bisschen Reis untermischen. Und jetzt an alle meine Athleten, die jetzt lachen oder genau das kennen, ja, euer Coach macht auch genau diesen gleichen Shit. Ich bin es gewohnt, so wenig Reis zu essen oder gar keinen Reis. Aber alles gut, Hauptsache es schmeckt und Hauptsache wir kommen näher zum Ziel. So, ich bin fertig. Es kommt gleich noch pinker Salz drauf, Himalayan-Salt. Wenn es mir nicht passt, kommt die Tabasco-Sriracha-Soße drauf. Aber ich probiere mal. Das hat um die 690 Kalorien und fast um die 70 Gramm Proteine. Bisschen High-Fat. Sind circa durch die Bolognese, durch die Vegane, die hatte etwas Fett. Und das, die Barbecue Chunks, die haben auch 20 Gramm Fett gehabt. Also 100, also auf 100 Gramm hatten die 10 Gramm Fett. Ich habe 200 Gramm, also 20 Gramm Fette, ca. 6 Gramm Fett von der Bolognese und ich hatte 2 Esslöffel, ca. Rapsöl. Das sind auch nochmal 15 Gramm. Also ist das schon ein höheres High-Fat-Meal, will ich mal sagen. Aber ich habe nur 80 Gramm Reis, den ich gar nicht getrackt habe. Meine Güte. Na gut, das Meal hat fast ganze 800 Kalorien jetzt. Dennoch ziemlich low carb. Aber ja, salzen wir es und dann probieren wir es mal. Schauen wir mal. So, wenn ihr wisst, wie viel daneben gegangen ist, gerade vom Salz. Schauen wir mal. Ist noch heiß, sehr heiß. Gut, sehr gut, ist casual, es ist gut, jetzt nicht wow, aber es ist gut. Einzige, was ein bisschen verstörend ist, diese Barbecue Chunks, deren Konsistenz erinnert mich an fettiges Fleisch, an ein Bauchfleisch, dicken Speck. Kuhmagen. Klingt jetzt weird, aber also wenn ich Kuhmagen früh gegessen habe in irgendeiner albanesischen Küche oder ein bisschen Ziege. Also es ist weird, aber viele kennen das nicht, wie sich das anfühlt, wie zäh es ist, deshalb es ist sehr weird, aber es ist gut. Und falls Leute, die wissen, wie das schmeckt, wie die Konsistenz ist im Mund, das tatsächlich vermissen, aus irgendeinem Grund, ist es genau deren Art von Essen. Aber Leute, die das nicht kennen, werden das nicht zuordnen können und einfach als zähere Masse sehen, die ähnlich eine Art und Weise eine Fleischkonsistenz hat. Aber was soll ich rum, es ist trotzdem gut. Es ist gut. Ich habe es noch gar nicht misshandelt mit meinen Soßen. Bin zufrieden. Für ein Diätessen ist es ehrlich gesagt sogar sehr lecker. Obwohl ich bin nicht sehr wählerisch. Es schaut halt nicht sehr gut aus, weil ich es hergerichtet habe. Hätte ich es anders gemacht, dann würde es auf jeden Fall besser aussehen.
Und ja. Aber wenn es schnell gehen muss und man die Makros auffüllen muss, beziehungsweise auf seine Makros kommen muss, ist es sehr empfehlenswert. Ich werde auf jeden Fall das nächste Mal das vegane Verschitte probieren. Aber davor werde ich die Werte abchecken, ob es eine Version gibt mit weniger Fett. Ich denke nicht, ich glaube, das ist da als Bindemittel und dass es mehr Geschmack aufnimmt. Aber schauen wir mal, vielleicht rede ich auch kompletten Schwachsinn. Aber auf jeden Fall werde ich das suchen und dann auch etwas ausprobieren. Wenn ihr Rezepte habt oder Tipps, wie man am besten diese Pulled Vegan Chunks oder Vegan Chunks am besten zubereiten könnt, oder ihr, wenn ihr selber Erfahrung habt oder gute Rezepte gesehen habt, dann lasst es mich wissen. Schreibt es mir auf Instagram oder Facebook oder auf YouTube, was auch immer. Ja, oder probiert das hier aus und gebt mir euer Feedback. Auf jeden Fall für jemanden, der vegan ist und auf seine Protein kommen muss, ist das super ideal. Sehr gut und ist mal ein bisschen deftiger als eine Acai Bowl oder so. Also definitiv mehr meines, nicht nur immer das Süße. Und hat mehr Konsistenz zum Weißen, weil nur Früchte oder Gemüse oder diese Bowls, die sind immer matschig und haben nicht wirklich was Zähes zum Essen, falls man das braucht. Aber ja, auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte etwas euren Horizont erweitern. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, meine extremen schlechten Kochkünste zuzusehen. Und dann ja, auf jeden Fall, ich wünsche euch einen guten Morgen, einen schönen Mittag oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr euch dieses Video reinzieht. Und schöne Grüße aus Wien.